Ich bedanke mich für das Interesse und das Feedback. Deshalb setze ich mich heute wieder mit Hut. Einige haben gemeint, du hast ja gar keine Glatzen. Nein, ich habe noch genügend Haare, aber der Hut ist halt mein Markenzeichen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich trage wahnsinnig gern Hut, ob es jetzt draußen regnet oder schneit oder im Sommer, auch wenn die Sonne stärker raus ist, ist einfach eine tolle Geschichte. Aber jetzt wollen wir gar nicht in die Hutbiografie gehen, spielen wir gleich einmal einen Song für euch. Enough to slow me, never have I seen a river that's too wide. Ran no jail, tall enough to lock me, and no man big enough to stop me. I'll be there if you ever want me on your side. So love me if you're ever gonna love me. Never have I seen a road. Enough to slow me, I'd be there if you ever want me by your side. Round the rock, standing at the back, they'll look for me. Honey will find me any old time. You're ready with your charm. There, ready and awaiting, it won't be any hesitating. I'll be there if you ever want me. Heute hier bei mir Hannes Richler. Das ist der Drummer bei unserer Band Lords of Country. Auch wir kennen uns schon längere Zeit und ich freue mich, dich in unserem Projekt jetzt dabei zu haben. Du bist ja schon sehr lange Bühnenmusiker, arbeitest da im Studio und hast bei vielen interessanten und namhaften Projekten mitgewirkt. Meine Frage an dich, Hannes, welches war für dich, sage ich mal, das Schönste, das Herausforderndste oder vielleicht ganz interessant wäre, das lustigste Projekt, an dem du beteiligt warst? Also das Herausforderndste, das war eigentlich eine Geschichte, wo ich mit einer Wiener Band auf der Donauinsel spielen habe können. Und das war ein Sonntagabend, wo das Top-Programm der Georg Danzer war. Da haben wir darauf hingeprobt und hingeübt. Und dann, wie es endlich soweit war, war das ein ganz schöner Sonntagnachmittag, strahlender Sonnenschein, Badewetter. Und wir haben uns recht gefreut auf den Auftritt und dann waren wir endlich auf der Bühne. Und dann waren wir eigentlich nur auf der Bühne Menschen und unten überhaupt kein Publikum. Das war so irgendwie am Anfang, ja, boah, man kann das schwer nehmen, aber mit der Zeit, das bleibt dann einfach in Erinnerung. Und ansonsten habe ich eigentlich einige Projekte gemacht, in Studios, teilweise von Volksmusik habe ich was gemacht, bis Rock'n'Roll-Geschichte. Und irgendwann bin ich dann bei der Country-Musik hängen geblieben. So hat sich das halt dann ergeben. Country-Musik ist halt einfach auch Musik, die sich einfach ab und zu sehr simpel und einfach anhört, aber von der Rhythmik her eigentlich sehr, sehr schwierig zu spielen ist, wenn man es wirklich anständig machen möchte. Und das freut mich auch sehr, dass wir da jetzt zusammengekommen sind und dass wir jetzt da so eine tolle Band eigentlich haben. Das finde ich echt toll. Ja, ich freue mich, dass du in unserem Projekt mit dabei bist. Wie du dich erinnerst, wir haben uns bei verschiedenen Spielereien oder Veranstaltungen ja immer wieder mal getroffen und da war ja immer der Gedanke, machen wir irgendwas miteinander. Bei uns war natürlich die Band komplett, eure Band auch immer komplett, aber es hat sich dann eben diese Zusammenarbeit ergeben, wo sie Verschiedenes vermischt hat und ich glaube, das ist ganz eine tolle Sache. Ja, schon. Das heißt, ich sage einfach, das ist irgendwie gereift. Man hat sich angenähert, man hat dann irgendwie mal versucht, machen wir mal was mit zusammen, dann haben wir mal was ausprobiert und so ist das irgendwie entstanden und ich finde, dass das jetzt ein tolles Projekt wird. Ich freue mich, dass auch du das so siehst, ja. Und wir machen jetzt weiter mit Musik.
And I got heartaches by the numbers, troubles by the score. Every day you love me less, each day I love you more. Yes, I got heartaches by the numbers, I love that I can win. But the day this last I'm counting, just today my world will end. Wherever you go, wherever you may wander in your life, surely you know, always gonna be there, holding your hand, and standing by to catch you when you fall, staying with you, in everything you do. Let me be there in your morning, let me be there in your night. Let me change whatever's wrong and make it right. Let me take you to that wonderland, to the only you can share. All I ask you is let me be there. Watching you grow and going through the changes in your life, that's how I know. Always wanna be there whenever you feel you need a friend to lean on. Yeah, I am whenever you call, you know I'll be there. Let me be there in your morning, let me be there in your night. Let me change whatever's wrong and make it right. Let me take you to the wonderland, to the only you can share. All I ask you is let me be there. Ich freue mich ganz besonders, heute habe ich unseren Nachbarn und lieben Freund, den Franz Rambosek, hier bei mir. Du bist ja einer der Älteren, hätte ich jetzt gesagt, ich muss sagen, jung gebliebenen und fittesten Laientänzer, die ich überhaupt kenne. Also ich beobachte ja das immer von der Bühne auch aus, aber du bist einer der fittesten. Du hast ja erlaubt, dass ich den Alter auch preisgebe. Nö. Ja, habe das erlaubt? Ja, hast du mir das gesagt zuerst nur. Franz ist 83 und ich bin beeindruckt, wie du fit bist, wie du tanzt, wie du wirkst und natürlich auch fotografierst. Wir kennen uns seit 2009. Du hast damals die erste Veranstaltung von uns auch fotografiert und dann natürlich ganz, ganz viele weitere. Neben dem Line-Dance mache ich andere Tänze auch. Ja. Sämtliche andere. Okay. Und du bist ja der Szenefotograf in Oberösterreich und hast einen Auftritt von mir und den Troubleshooters vielleicht in besonderer Erinnerung. Fällt dir irgendwo sein? Weil du warst ja eigentlich bei so vielen dabei. Ja, da denkt er zum Beispiel der Harry, ne, der ist ja damals ein bisschen rustikal da gewesen, ne? Aha. Und später dann hat er dann eine neue Band, habe ich dann gesehen, da war er dann wieder ganz exakt Anzug, ne? Da habe ich dann eh ein paar Bilder veröffentlicht, dass man kennt wieder, ne? Ja. Aber jetzt ist er wieder da und es ist
wird super werden, ja. Ja. Was? Du hast also schon ein bisschen was gehört, kriege ich gerade mit. Aber du bist ja so viel in der Szene unterwegs und dich kennen ja auch so viele Leute. Wie schaut es da aus? Ja, das ist genauso wie bei dir, du mit deinem Hut. Es gibt einige, die sagen, hey, ich glaube, ich kenne dich. Sitz den Hut auf, dass ich dich kenne. Ah, der Franz, der No-Name-Franz in dem Fall auch. Das ist dein Internet. No-Name. Was der Rambausäck ist ein bisschen schlecht zum Merken oder sowas. Und No-Name kennt fast jeder. Ne? Da kennen sie mich ein bisschen USA, Mexiko auch mit. Ne? Naja, es ist gut, wenn man merkt, du bist da international unterwegs. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon wieder auf die nächste Veranstaltung, wo du wieder auch fotografierst. Ja, Foto mache ich oft. Ich bemühe mich ja wirklich mit den Fotos. Meistens ist es ein bisschen später, dass ich es veröffentliche. Warum? Weil ich es bearbeiten tue. Es hat dann den Vorteil, dass dann gibt es die Kim Kasen zum Beispiel auch. Es gibt Leute, die machen dann aus meinen Fotos sogar ein Plakat für eine Veranstaltung oder was. Ne? Und da bin ich dann immer recht froh, wenn wer dazu schreibt, Picture bei No-Name Franz zum Beispiel. Ne? Weil das, ich mache das aus purer Leidenschaft für die Country-Szene. Ne? Und verlange nichts, aber dafür habe ich einen Haufen Arbeit. Wenn ich am Wochenende bei euch fotografiere, dann habe ich einen Abend fotografiert, aber ein Foto muss ich dann bearbeiten, anderthalb Tage. Ne? Und wenn das dann irgendeiner verhunzt oder sowas und zusammenschneidet und sowas, das ärgert mich. Das soll das nicht sein. Nicht? Weil wenn es schon kostenlos zur Verfügung steht, dann sollen sie es auch wissen, von wem die Fotos sind. Ne? Da bin ich ganz deiner Meinung, ja. Und durch das, dass ich mich bemühe und gescheite Fotos mache, passiert es auch, dass ich oft einen Auftrag kriege. Und in dem Fall sehr schön von dir. Du stehst auf meine Fotos schon und ich kriege dann eine Freigabe. Ich kann kostenlos dann zu deinen Veranstaltungen gehen. Und natürlich bei dir sowieso super, nicht nur wegen Fotografieren, sondern auch die Musik ist super in dem Fall, durch das, dass ich Landtanzen tue, da geht es um einen Takt. Und wenn einer neben einen Takt spielt, passt das nicht. Und das ist bei euch, bei dir, immer, da ist ein Takt da und da kann man dann auch tanzen. Und das gefällt auch andere, nicht nur mir. Ne? Das ist super. Franz, das gefällt mir, weil du das sagst, weil du kommst auf so viele Veranstaltungen und ich weiß, wie wichtig es für die Line-Dance ist, dass man wirklich im Takt spielt, sonst kommt das alles ja durcheinander, das ist ja eine Katastrophe sonst. Weil dann auf einmal, man merkt es dann, wenn einer daneben spielt, wenn dann die Line-Dance aufhören. Von alle schauen. Ja. Ja, weil der Franz gesagt hat, nachbearbeiten. Bei mir hat er immer sehr viel Arbeit. Ich bin nämlich sehr glatt im Gesicht. Jetzt muss er immer, damit ich so ein bisschen altersgemäß auch ausschaue, 59 Jahre früher gesehen zum 12. Mal, dass ich entsprechend ausschaue, muss er immer ein paar Falten reinmachen. Gell? Ja, das ist ein alter Cowboy. Ne? Die sind verwittert. Gell? Das ist ja das. Vom Wind gegerbt im Gesicht. Gell? Franz, herzlichen Dank. Ich freue mich auf viele Veranstaltungen mit dir. Und ich freue mich wieder, wenn ich euch her. Jetzt gibt es eine neue Band und das freut mich schon. Also, ich habe mich schon ein bisschen gehört jetzt bei der Probe und die nächste Veranstaltung bin ich natürlich dabei. Super, Franz, danke fürs Kommen. Spitze, wir freuen uns aufs nächste Wiedersehen. Dankeschön. Bei uns geht's weiter mit Musik. Down right the jukebox, I wanna hear some jazz. My heart ain't ready for the Rolling Stone. Don't feel like a rocket since my baby's gone. Play me a country song. Before you drop that quarter, keep one thing in mind. You got a heartbroken hillbilly standing here in line. Been down and lonely ever since she left.
bounce. My heart ain't ready for the Rolling Stone. Don't feel like a rocket since my baby's gone. Don't rock the jukebox, play me a country song. Liebe Freunde, liebe Zuseher, herzlichen Dank fürs Zuschauen, euer John TC.